Hast du schon mal Podcast gehört, oder? Ja, aber Spotify, Aber was für Podcast zum Beispiel? ja. Von Oprah, da ging's. Was? Von Oprah? Ja, da ging hier mit Eckhart Tolle. Da war Eckhart Ja, Tolle okay. Gast. Nice. Und da haben die über, das habe ich letztens jetzt gelesen auch, über das Buch hier, Awakening. Hab ich Über noch nicht gelesen, muss ich eine auch neue noch. Welt. Schon nicht Hast du gelesen. Eckhart Tolle schon mal gelesen? Nein, leider nicht. Ja, ist das krass, Alter. So, das ist das hier, das erste Buch von ihm. Jetzt die Kraft der Gegenwart. Das hat mich so richtig da reingebracht zur Das Ding ist, Spiritualität. das Problem ist für mich, ich krieg diese Motivation nicht, Mann. Ich schaff's nicht, diese Motivation aufzubauen, wirklich ein Buch, mich bewusst hinzusetzen und ein Buch zu lesen, ohne Ablenkung. Ich bin so krass abgelenkt, den ganzen Tag in meinem Kopf, dass ich es nicht schaffe, mich bewusst hinzusetzen und dieses Buch zu lesen. Wie meinst du abgelenkt? Du musst dann irgendwas anderes denken, Ja, ich oder? muss an irgendwas anderes denken, was ich noch machen muss, den restlichen Tag. Und sobald in meinem Kopf, guck mal, erstmal fangen wir kurz an. Jo, Freunde, ganz herzlich willkommen zur mittlerweile 14. Episode des Samuel Lift Podcasts. Heute haben wir einen Gast dabei namens Benno. Jo, was geht? Du bist wie alt? 17. 17. Und das Ding ist, Benno war, ich glaube, vor 2 Monaten oder so, hat Benno mich, oder vor 3 Monaten, irgendwie so im Ja, Sommer im diesen Sommer Jahres, irgendwann, ja. hat Benno mich mal im Fitnessstudio angesprochen. Und ich habe davor schon tiefsten Respekt, weil ich, wenn ich trainiere, wenn ich draußen rumlaufe, schaue ich meistens immer. Aus irgendeinem Grund habe ich immer so eine böse, böse, böse Aura. Also ich guck immer sehr böse, weißt du? Weil ich weiß nicht, warum es so ein Schutzschild irgendwie automatisch kommt, das einfach hoch, wenn ich bin. Und da habe ich schon mal tiefsten Respekt, dass du dich getraut hast, mich anzusprechen. Einfach so, weil du eben das Akne-Videos von mir kanntest, oder? Genau. Und du hattest auch Akne. Ja, ich hatte auch Akne und stand dann auch so wie du vor der Entscheidung, ja, nehme ich jetzt hier Aknonomin oder nicht. Dann habe ich halt ein bisschen recherchiert im Internet und dann habe ich halt deinen Channel gefunden und Ja, dann, es geht ja, ja, genau. ohne Witz, ich habe letztens nochmal angeguckt, wie viele Views die Videos haben. Die haben teilweise 7.000, 8.000 Views, diese Akne-Videos. Das ist wirklich Krass. heftig. Das ist wirklich, wirklich heftig. Aber heute soll es um das Thema schlechte Gewohnheiten gehen. Also im Groben und Ganzen. Wir gucken Ja. einfach, wie wir uns da so Kann man ja langhangeln. Akne auch mit einbeziehen eigentlich. Safe. Da kann man ja eigentlich Also mega viel ich mit kann mal dazu einbeziehen. anfangen, schlechte Gewohnheiten für mich ist, mich selber auf mein Äußeres an manchen Tagen zu reduzieren und mich dann so schlecht zu fühlen, weil ich irgendwie äußerlich mich nicht wohlfühle, weißt du? Und ich schaffe es in den letzten Wochen, arbeite ich wirklich daran, mich dann trotzdem Situationen zu stellen. Normalerweise würde ich sagen, nee, ich gehöre gar nicht raus, ich mache nichts mehr, ich sehe kacke aus, kein Bock. Aber jetzt zum Beispiel, wenn irgendwas ist, und ich habe zugenommen oder ich habe Pickel im Gesicht, bin ich so scheiß drauf. Ist egal. Ich habe trotzdem Spaß. Unabhängig davon, wie ich aussehe. Das ist für mich so ein extremes Ding, was ich die letzten Monate eben immer wieder gelernt habe, wenn man Step vorangekommen bin. Ja, einfach, hat ja letzten Endes was mit Selbstliebe zu tun, so. Safe. Weil es ist ja auch einfach mega ungesund, wenn man sich nur aufs Äußere reduziert, auch wenn man jetzt irgendwie richtig krass aussieht. Weißt Safe. du, du bist Model. Und es gibt halt immer irgendeine Person oder immer dann irgendwas, irgendeine Person, die besser aussieht als du, wo du Ja. dich dann wieder weniger wert siehst. Ja. Oder irgendwas, keine Ahnung, du hast irgendwas, wie du sagst, Pickel oder sowas, weißt du? Ja, Das ist ja. ja so, man sollte sich nehmen, wie man ist. Und wenn man sich akzeptiert einfach, alles akzeptiert und weiß, dass man viel, viel mehr ist als das Aussehen und das, jo, das Aussehen hat erst recht gar nichts mit deinem Wert zu tun, mit Ja. dem, wie viel du wert bist. Wenn du das erkennst, ja, dann schaust du in den Spiegel und dann bist du dankbar, dass es diesen Menschen gibt und dann bist du dankbar für alles. Ist wirklich heftig. Also ich habe das auch oft, also ich habe es immer öfter wirklich. Also es gab Tage in meinem Leben, wo ich, also Wochen in meinem Leben oder Monate, wo ich wirklich dauerhaft eben mich gehasst habe selber, weil ich das Spiel geschaut habe. Und es wird immer besser. Jetzt, mittlerweile sind es irgendwie gefühlt so 6 Tage in der Woche, wo ich mich wirklich gut fühle und ein Tag nur noch, der Kacke ist. Und früher war das eben 7. Es fing an mit einem Tag in der Woche, der gut war. Dann 2 Tage die Woche, dann 3. So bin ich immer wieder ein Stück vorangekommen. Es wird immer besser, wirklich. Ja, was ich dazu sagen würde, ist, dass man, auch wenn man sich mal scheiße fühlt, dass man sich dann nicht wieder Vorwürfe macht. Ja. Weißt du, weil das ist letzten Endes so, yo, jeder hat mal einen scheiß Tag. Ja, safe. Und dann sollte man das wieder auch akzeptieren. Denn Ja. letzten Endes so, meiner Meinung nach geht es halt, wie gesagt, so was das Aussehen angeht natürlich, aber auch an sich. Was du tust, klar, was du tust, ist natürlich auch wichtig, so nach deinen moralischen Vorstellungen natürlich Gutes tun Ja. und richtig handeln.
Aber um das hinzukriegen, Gutes zu tun und zu handeln, muss man, glaube ich, erst mal sehr im Reinen mit sich selber sein und sich lieben können. Richtig, ja. Und wenn du selber dich lieben kannst, dann kannst du auch Liebe in die Welt setzen und in die Welt bringen. Das habe ich so krass gemerkt. Ich konnte wirklich nicht lieben. Ich konnte nicht lieben in der Zeit, wo ich mich gasse. Das ging nicht. Ich konnte nur Hass ausstrahlen, wirklich. Ja. Und es kommt immer noch manchmal auf, wenn ich eben draußen rumlaufe, habe ich immer noch diesen Tunnelblick und probiere mich eben so diese Maske aufzusetzen. Ja. Weißt du, ich hab nicht dieses einfach sehr selten, dass meine Kamera, bitte drück dich mal. Dieses Freisein, weißt du, einfach frei fühlen und machen, was du möchtest, ohne dich von irgendetwas einschränken zu lassen. Ja, aber das ist halt echt krass, an sich, dass man so, das ist eigentlich echt das Ziel, dass man das machen und tun kann und lassen kann, was man will. Klar, natürlich nach seinen moralischen Vorstellungen handeln, aber ohne, dass man Angst hat, was andere über einen denken. Ja. Denn das beginnt ohne Spaß, so ich habe das jetzt gemerkt und ich merke so, yo, das ist die Richtung echt, wie ich das weitermachen will. Wenn man zum Beispiel einfach neue Leute kennenlernt und dann redet man nicht über gewisse Themen, obwohl die einen interessieren würden, aber man denkt, ja, das interessiert die doch nicht. Ja, ja. Und ich will jetzt nicht voll labern mit irgendwas, was die vielleicht nicht interessiert. Ja, so. Ja, ja. Und was denken die dann von mir so? So, ich will sozial kompatibel sein, richtig. Ich habe Angst, ich will in die Gesellschaft fitten. So. Ja, ja. Und das wird einem ja irgendwie auch. Das ist auch das Ding. Das wird einem ja irgendwie auch durch die Gesellschaft unterbewusst vermittelt, dass es heißt, ja, so mach das, mach das, mach das. Das ist Erfolg. So solltest du dich verhalten. So solltest du sein. Glaub mir, das ist ein Riesenthema für mich. Gerade ich, der so krass da reingezwängt wird von außen eben durch die Gesellschaft eben in dieses normale Bild von Arbeiten, von Schulsystemen, von allen Dingen eben. Ich habe das so krass hinterfragt die letzten Jahre, dass ich da schon fast ein bisschen geschädigt bin, weil ich eben jetzt, wenn ich dann mich da füge in dieses System, immer im Hinterkopf habe, dass das eben nicht das Richtige für mich ist, quasi. Mhm. Und das ist wirklich ein Problem, so mit dem ich eben umgehen muss. Ich habe auch oft, für mich zum Beispiel, wenn ich mich schlecht fühle, ich fühle mich manchmal nach der Arbeit einfach leer, weißt du? Mhm. Ich fühle mich dann leer und habe keine Lust, irgendwas zu tun. Und dann komme ich eben auf diese schlechten Angewohnheiten zurück, dass ich in negative Gedanken zurückfalle und keine Ahnung, mich reinfresse irgendwelche Sachen, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, weißt du? Und was machst du denn, wenn du mal in so eine Phase kommst, dass du dich wirklich schlecht fühlst und nichts tun kannst, willst, außer eben in deinem Bett liegen? Ja, das ist ganz interessant, denn irgendwie klar, wenn man mal irgendwie so Downs hat, sag ich mal, und irgendwie auch keine Lust hat, irgendwie so für mich ist so, ja, ich habe meditieren auch heute wieder vergessen, so. Muss ich gleich noch nachholen. Will ich gleich noch nachholen. Ja. Aber wenn man halt irgendwie so Downs hat und dann irgendwie keine Lust hat, auch auf gute Gewohnheiten überzugehen, die man eigentlich schon hat irgendwie. Ja. Keine Ahnung, dass man sich irgendein Buch durchliest oder keine Ahnung, irgendwie arbeitet oder irgendwas Sinnvolles macht, wo man sagt, das ist geil. So, gestern ist voll das gute Beispiel. So, gestern war ich, habe ich dann einfach gezockt und irgendwie, was aber das erste Mal anders war, ist, dass ich hab's gemacht und ich war so, ja, es ist jetzt irgendwie nicht geil, hab's dann so, wie es halt ist, dann hat man die Gedanken und dann ignoriert man und drückt es weg, diese Intuition, die einem eigentlich sagt, mach was anderes. Ja, die drückt man dann weg, war auch voll da. Ja, war auch voll da, dass ich das dann weggedrückt habe und war so, ja, mach ich später dies, das. Ja. Aber was der Unterschied irgendwie war, normalerweise war es dann, dass ich mich danach, am Ende des Tages, habe ich mich schlecht gefühlt. Mhm. Weil du eben in deinem Kopf nichts Erfolgreiches gemacht hast. Genau, und gestern war es so, yo, ich habe das einfach akzeptiert. War so, ja, okay, ich habe das gemacht. Hm. Und jetzt? Ich bin noch immer noch so wie vorher. Ich habe diesen, okay, dieser Tag so, daraus lerne ich jetzt. Und morgen packe ich dann an. Ja, klar. So, und ich war einfach im Frieden mit mir so. Das ist voll nice. Ich war im Frieden mit mir. So, ich konnte nicht so, okay, konnte nicht ganz so gut einschlafen, glaube ich. Und heute Morgen war ich auch noch so, ja genau, heute Morgen kam es dann wieder, dass ich so war, so ein bisschen grumpy. Und dann war ich einfach so, bevor ich irgendwie ans Handy gehe oder sowas, mäßig wieder irgendwie betäuben, so, jo, mach ich jetzt nicht so. Ich kann entscheiden, wie ich mich fühle und jetzt kann ich entscheiden, was ich mache.
So, und jetzt, diesen Tag werde ich heute gut nutzen. Habe ich bisher auch gemacht. Und fühlt sich einfach nice an. Ja, und was mir, glaube ich, sehr, sehr dabei geholfen hat, ist einfach den Fokus aufs Jetzt zu setzen. Denn wenn du einfach den Fokus aufs Jetzt hast, dann kommen diese Gedanken, dieser Rausch in deinem Kopf, das ist ja echt, ich finde, das ist echt Rausch in deinem Kopf und Nebel, der dich einfach nur ablenkt und dann bist du gar nicht da, dann bist du gar nicht präsent. Ja. Und wenn du den Fokus aufs Jetzt setzt, dann bist du da und dann schaue ich mir das Wasser an und ich denke mir dabei nichts, ne? Ja, ich denke mir dabei nichts. Ja, das ist heftig. Also diese innere Stimme, weißt du, den ganzen Tag läuft. Ich schaue mir auch an, ich denke den ganzen Tag nach. Und oft merke ich, wie ich entweder im Gestern lebe oder in 5 Minuten lebe oder in 10 Minuten lebe. Mhm. Ich will einfach aus der Situation meistens schon raus. Ich will schon fertig sein. Aber ich muss lernen, jetzt im Jetzt zu leben und im Moment zu akzeptieren, so gut wie möglich eben zu leben im Jetzt. Ja, ja. Das finde ich so teilweise schlimm, weil ich irgendwas angehe, denke ich schon danach, währenddessen ich es mache, was ich als nächstes machen soll, weißt du? Und das ist halt der Struggle wirklich. Ja, das ist, was ich finde, sehr einleuchtend immer ist, dass wenn man zu sich sagt, so, was gibt es auf dieser Welt, ne? Es gibt Vergangenheit, man sagt immer, es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ne? Aber das Einzige, was es wirklich gibt, ist immer dieser gegenwärtige Moment. Denn die Vergangenheit und die Zukunft geschieht auch jetzt. Denn in diesem Moment denkst du darüber nach. Ja. Das heißt, wenn du über deine Vergangenheit nachdenkst, über Vergangenes, dann geschieht das auch jetzt. Dann bist du deine Vergangenheit. Genau, eigentlich gibt es die Vergangenheit gar nicht. Die gibt es nur in deinem Kopf. Ja, ist klar. Und auch wenn du sagst irgendwie, ja, das ist meine Persönlichkeit, ich bin so drauf, weil das und das ist mir passiert. Mhm. Du entscheidest, dass das dir passiert ist. Theoretisch ist, ich sag nicht, dass es leicht ist, so, aber man kann es auf jeden Fall schaffen, dass man gewisse Identifikation mit Sachen, mit denen man sich identifiziert, die in seiner Vergangenheit passiert sind und mit seinem Verhalten, dass man die loslässt einfach. Ja. So. Und ja, was du meinst halt mit in der Gegenwart leben, das verändert halt alles. Weil dann diese Stimme in deinem Kopf, das bist halt auch nicht du. So. Wer ist das denn? Irgendwer spricht dauernd, wenn ich irgendwas angucke. Aber oft auch Negatives. Also oft bin ich dann wirklich, wenn ich nicht nichts denke, denke ich oft negativ. Mhm. Oft, wenn ich einfach sage, okay, ich möchte jetzt im Jetzt leben und konzentriere mich nur darauf, im jetzigen Moment geht es mir meistens gut. Aber sobald ich den ganzen Tag das zu halten, dass du im Jetzt lebst, schaffst du das? Nein, den ganzen Tag, das ist so, ich glaube, wenn ich so richtig Fokus bin im Jetzt, ich kann es jetzt schlecht einschätzen, was ist so, wenn man den Tag jetzt so 24 Stunden am Tag, okay, man schläft jetzt 8 Stunden, ja, ja. So, aber nicht sehr lange. Ich glaube, eine Stunde wäre schon krass. Also so habe ich es im Gefühl. Ja, ja. So, ich kann es auch echt schlecht einschätzen. Ja. Aber wenn es wirklich eine Stunde ist, dann macht diese Stunde gewaltig was aus. Safe. Weißt du, die macht gewaltig was aus. Ja. Ich meine auch, wenn hier du meintest, so ja, du bist in der Situation und denkst schon irgendwie an das, was du danach machst. Ja, oder ob es letzten Endes, wenn du präsent bist, egal was es ist, ne? Du machst Hausaufgaben, du liest ein Buch, du putzt. Wenn du präsent bist, kommt da so eine andere Energie mit rein und dann merkst du, wenn du Präsenz, dann lebst du richtig, dann fühlst du dich richtig lebendig, als wenn du putzt und dann denkst, oh yo, das ist scheiße so, ich will ins Bett, gleich mache ich mir eine Belohnung, wenn ich fertig bin. Fertig bin, ich kämpfe mich hier durch, das ist auch immer das Ding, ich kämpfe mich hier jetzt durch und dann bin ich in der Zukunft und dann ist cool. Ja, okay, und in der Zukunft, das habe ich sehr oft, dieses Denken, das habe ich sehr, sehr oft, sehr oft, dass ich denke, okay, ich kämpfe mich jetzt da durch. Und danach kommt die Belohnung. Danach habe ich dann meine Freizeit. Danach kann ich machen, was ich möchte. Ja, aber dieses, meiner Meinung nach, ist so, dass dieses Kämpfen, das führt halt einfach nur zu Widerstand. Weißt du? Und wenn du immer wieder kämpfst, ich glaube, man kann einfach nicht immer kämpfen. Und wenn du kämpfst, dann, okay, du hast es einmal geschafft, so, aber dann das nächste Mal, wenn du wieder davor stehst, will ich jetzt wirklich wieder kämpfen, anstatt dass du einfach sagst, so, ich kämpfe nicht so. Ich bin einfach ich so, ich bin jetzt präsent.
ich mach das, ich fokussiere mich mal darauf. Ja, okay, ja. Wie fühlt es sich an? So, ja. Krass, weißt du, wann so auch alltägliche Dinge, die du machst, Schuhe anziehen und sowas, ja. So, einfach dich mal darauf konzentrieren, so wie fühlt es sich an? So seinen Körper spüren. Ja. So deinen Körper spüren und sehen einfach, das dann bist du einfach irgendwie im Frieden, weißt du, im Frieden, und dann hast du nicht mehr diesen Kampf. Und auch wenn dann Kampf kommt, weißt du, wenn dann dieser Konflikt wieder kommt, dann dich nicht drauf einlassen, aber was man auch nicht machen darf, ist den dann bekämpfen, weißt du? Wenn wieder dieser Drang danach kommt, dass du irgendwie dass da irgendwas in dir widerspenstig ist, dass du das dann nicht wegdrücken willst, weil das führt dann wieder zu Widerstand, weißt du? Okay. Wenn das dann kommt und wenn schlechte Gefühle kommen, weißt du? Genau, akzeptieren. Mhm. Und einfach sagen so, ja, okay, ja. Ist jetzt so. Ist jetzt so, ja. Weißt du, und beobachten. Das Ding ist, ich hatte jetzt vor 3 Tagen am Donnerstagabend habe ich so einen Breakdown wieder gehabt. Also ich habe wirklich, weil ich habe mich so schlecht gefühlt, ich musste Freitag arbeiten, Freitag war Black Friday und am Tag davor wollte ich nicht mehr. Ich habe wirklich mich so beschissen gefühlt. Ich habe gesagt, ich breche die Ausbildung ab, ich habe keine Lust mehr. Es reicht mir, es ist nicht meins, viel zu schlimm für mich, weil ich damit psychisch nicht klar kam mit dieser Ausbildung. Aber ich habe mich dann irgendwann, ich hatte eine halbe Stunde ungefähr, habe ich mich wirklich da verloren in dem Gefühl. Aber irgendwann habe ich es dann akzeptiert und gesagt, nee, ich mache jetzt vielleicht, ich probiere diese Gedanken gar nicht erst kommen zu lassen. Weil im Endeffekt mache ich mir die Gedanken um 8 Stunden meines Tages am nächsten Tag. Okay, die 8 Stunden am nächsten Tag sind den ganzen Tag in meinen Gedanken drin. Nur diese 8 Stunden. Der Rest ist gar nicht mal, darüber denke ich gar nicht nach. Habe ich irgendwann gedacht, das muss nicht sein. Diese 8 Stunden kommen auf mich zu, egal was ich mache. Ich kann trotzdem jetzt heute noch einen schönen Tag haben und morgen diese 8 Stunden trotzdem noch überleben. Weil im Endeffekt mache ich mir viel mehr Sorgen, als am Ende des Tages passiert. Das ist wahrscheinlich auch bei den meisten so, dass sie viel mehr Gedanken um irgendwas machen, was im Endeffekt gar nicht eintritt. Weil du kannst es nicht mehr beeinflussen, die meisten Sachen. Trotzdem malst du dir die schlimmsten Variationen aus, was passieren könnte, wenn du heute nicht deine 8 Stunden Schlaf bekommst. Und wenn du heute nicht dein Essen vorbereitet hast, was du dann isst heute den ganzen... Weißt du? Und das Paradoxe daran ist ja auch, wenn du dir Sorgen machst, dann wird es eher eintreffen. Ja. Weil dann hast du im Kopf, ja okay, das und das könnte passieren, dann sagst du dir quasi schon, ja okay, dann redest du es dir quasi schon ein, dass es passieren wird, und dann wird es ja eher dann passieren. Dann benimmst du dich auch so, dass es passiert. Ja, genau, wenn du schon weißt, wenn du schon siehst in den geistigen Augen, was passieren wird, dann benimmst du dich auch so, dass es passiert am Ende. Wenn du sagst, ich habe heute einen scheiß Tag, safe, wird niemals cool heute, und du mit der Einstellung irgendwo hingehst, wird halt kacke. Ja. Ist halt so. Ja. Wie hast du es geschafft, mehr Positivität reinzubekommen? Weil ich habe letztens dich getroffen auf der Straße, du hast mir was erzählt, was du vielleicht jetzt nochmal erzählen möchtest, was vor 2 Monaten passiert ist mit deinem Dad. Ach so, ja, mein Dad ist vor, ich glaube, ja, sind jetzt, glaube ich, 2 Monate her, irgendwie Anfang September ist verstorben. Und so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, was mir da durch diese Phase und eigentlich so, ist es halt immer noch sehr frisch. So, was mir da sehr geholfen hat, ist einfach Spiritualität, so, dass ich mich damit beschäftigt habe und einfach meine Gewohnheiten ändern, so, und mehr präsent zu sein und, ich weiß nicht, positiv zu denken, weil ich war an sich, war ich auch irgendwie, würde ich sagen, bin ich schon so, klar, man kann nicht immer positiv sein, weißt du, aber war ich schon davor, glaube ich, recht positiv, bevor ich da überhaupt reingekommen bin, vor allem wenn ich irgendwie mit Freunden Zeit verbracht habe, dass ich einfach viel gelacht habe und irgendwie lustig drauf war auch. Ja. Aber halt auch, wenn man alleine ist, so, das ist das Ding, wenn du alleine bist, dass du einfach, dass du es da auch schaffst, irgendwie positiv zu bleiben und auch an den kleinen Dingen und sowas irgendwie Spaß dran findest. Denn letzten Endes so, ich glaube, es ist auch nicht immer so diese Sache, diese großen Ziele, die du erreichen willst, die dir Erfüllung in deinem Leben bringen, sondern es sind auch die kleinen Dinge, die du, wenn man die schätzen lernt und wenn man einfach Dankbarkeit ist richtig krass. A und O.
Weißt du, wenn du einfach in der U-Bahn, du sitzt einfach in der U-Bahn, schaust dir die Leute an, so viele schauen dich gar nicht an. Nein, so, viele weißt schauen du? Auf den Boden. Und, ja, genau. Und darüber sollte man natürlich nicht urteilen, weißt du? Ja. So ist halt so. Aber wenn dann schaust du jemanden an, lächelst ihn an, er lächelt zurück, ihr lacht. Und das erfüllt einen einfach. Ja, safe. Weißt du? Safe, das ist nichts Schöneres. Ja, eben. Das ist einfach schön. Liebe, ja. Das ist einfach schön. Ja. Und wenn du solche Dinge einfach schätzen lernst, dann erfüllt dich richtig das Leben. Und dann hast du richtig Spaß und richtig Freude am Leben. Und hast Bock weiterzumachen. Und ich glaube, man sollte auch nicht immer so irgendwie verlangen, weißt du, wenn du verlangst vom Leben, ja, ich will glücklich sein. Ja. Warum passiert mir das? Ja, warum passiert mir das so? Ja, ja. Für mich ist es so, es gibt immer einen Grund. Ja. Weißt du, es gibt immer einen Grund, weshalb Dinge passieren. Ja. Und jetzt die Sache mit meinem Vater, yo, natürlich ist er viel zu früh gestorben. Und natürlich war es richtig hart und ist es noch. Ja. So, aber ich bin halt, so, es ist passiert und ich bin halt mega daraus gewachsen und ich werde noch mega daraus wachsen. Das ist richtig. Und auch meine ganze Familie. Ja. Und vor allem da, das hat nochmal ausgelöst, dass ich mich viel intensiver jetzt noch damit eigentlich beschäftige. Und mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, so wie ich vor noch einem halben Jahr gedacht habe. So wie ich in meinen Alltag reingegangen bin. Ja. So. Klar habe ich, ist es noch nicht komplett weg, so ich, das ist ja auch alles ein Prozess und das ist ja auch geil, dass es immer weitergeht. So. Ja. Man sollte immer das Perfekte anstreben, aber es wird ja nie perfekt sein. Und das ist ja auch cool daran, dass es immer weitergeht. Aber ja, ich merke, dass sich mein Leben halt voll verändert hat und sehr zum Positiven. Also ich finde es echt krass, weil wenn man sich heute, also mein Freundeskreis zum Beispiel, auch mit 17 in deinem Alter, vor 2 Jahren, da hat sich niemand mit solchen Themen auseinandergesetzt. Ja. Ich war so mit der Einzige, der irgendwie in irgendeiner Weise sich mit solchen Themen auseinandergesetzt hat, freiwillig oder unfreiwillig, weil es eben sein musste, weil es Zeit wurde für mich. Und bist du dankbar dafür auch, dass du schon so früh lernen durftest? Ja, safe. Also, stell dir vor, du hättest erst mit 30 gelernt. Wie du klar, ich weiß, das ist auch die Sache. Ich kann nicht sagen, dass es irgendwie jetzt die allumfassende Wahrheit ist irgendwie und dass es für jeden funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen, aber irgendwie glaube ich schon daran, dass jeder in diese Richtung sich schon irgendwie weiterentwickeln könnte, denn ich finde, für mich persönlich ist es, das hört sich auch rational an, dass man einfach sagt, so ja, so wenn du dich auf den Moment fokussierst und es hinbekommst und die Gedanken einfach nicht mehr da sind, so, dass man sich einfach sehr im Frieden mit sich selber fühlt. Ja. Und manche Leute beschäftigen sich halt null damit oder sind die ganze Zeit irgendwie mit ihrem Ego identifiziert, das ganze Leben lang. Mhm. Und natürlich bin ich mega dankbar dafür, dass ich da schon jetzt einen Draht zu gefunden habe, weil ich halt auch sehe, wie es mich zum Positiven verändert hat. Ja, genau. Das ist wirklich krass. Kennst du dich mit Energien aus oder Energie generell? Was meinst du genau mit Energie? Na zum Beispiel, ich hab ein Beispiel für dich, okay? Mhm. Ich habe jetzt ein Jahr, dachte ich immer, dass meine Energie, die ich habe im Alltag, damit zusammenhängt, wie viel ich schlafe, okay? Ah. Und wenn ich mehr schlafe, habe ich mehr Energie, wenn ich schlafe, weniger Energie. Ich habe aber gemerkt, dass wenn mein Tag länger ist als die Nacht und ich weniger Schlaf bekomme, aber mein Tag mich erfüllt, ich zum Beispiel am Abend noch eine geile Zeit mit meinen Freunden habe zum Beispiel, dann ist egal, ob ich 4, 6, 8 Stunden schlafe, ich bin am nächsten Tag glücklich und stehe voller Energie auf. Ja. Wenn ich aber mich zwinge, wirklich, du musst jetzt schlafen, weil du musst morgen dann und dann aufstehen und hier im Bett liege für 2 Stunden, bis ich ohne einschlafe, bin ich am nächsten Tag gerädert und komme nicht hoch, obwohl ich dieselbe Anzahl an Schlaf habe. Hast du da ein Gefühl für, woran es liegen könnte? Könnte es an dem Glückshormon liegen, was ausgeschüttet wird, wenn ich mit meinen Freunden eine schöne Zeit habe? Oder ja, klar. Weil wir Energieaustausch haben und einfach selber hochpushen. Wie kommt das, dass ich mich alleine schlechter fühle als mit anderen Menschen?
Ja klar, letzten Endes so, das ist ja auch ein Grund, weshalb man möglichst viel davon tun sollte, was einem erfüllt und Freude bereitet. Ja. Weißt du, weil wenn es schon irgendwie Tätigkeiten gibt, worauf du gar keinen Bock hast und da jetzt irgendwie auch nichts großartig an deiner Einstellung irgendwie änderst, bevor du da das machst, dann, keine Ahnung, dann wird man schätze ich einfach Dann raubt es dir viel Energie. Und letzten Endes, das ist ja auch dieses Ding, wenn du dir schon Gedanken machst, yo, ich muss jetzt einschlafen, und dann, weißt du, diese Gedanken, ja. Das sind ja letzten Endes, was ich mir auch immer wieder klar mache, ist, letzten Endes ist es nicht das Äußere, sind es nicht immer die Tätigkeiten oder das Äußere, was passiert, was dir dann die Energie raubt oder was dir überhaupt irgendwie die Freude raubt. Also das passiert alles in dir, weißt du? Denn letzten Endes, wenn da auf der Straße hat dich irgendjemand angekackt oder böse, nur böse angeschaut, weißt du? Der schaut dich nur böse an. Ja. Und was macht man? So, hä? Was habe ich denn gemacht? Ja, genau, ja. Warum hat er mich böse? Oder der hat mich angerempelt? Was für ein Arsch. Ja, guck, das denkst nur du. Weißt du, theoretisch, wenn du komplett einfach im Frieden mit dir bist und dich selbst liebst, dann würdest du das gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Und was du dann mitbekommst, ist eine andere Person, die dich angelächelt hat. Aber das bekommst du nicht mit, wenn du dir denkst, Alter, was für ein Arsch, die Welt ist ja voll grottig. Ja. Und dann bekommst du aber nicht mit, dass sich jemand anlächelt. Ja, ja. Oder was noch krasser ist, ist, wenn dich jemand anlächelt und du denkst dann so, was will der denn jetzt? Wie will der mich verarschen, dass er mich jetzt anlächelt oder so? Ja. Weißt du? Und das, klar, das ist natürlich dann mit Energie so. Weißt du, so letzten Endes, so deine eigenen Gedanken können dich halt voll runterziehen und safe. Deine Energy drain. Sag ich mal. Aber was du sagst, irgendwie mit Schlafen so. Persönlich, also ich kann eigentlich immer ziemlich gut schlafen. Das ist gut auf jeden Fall. So, und ich versuche jetzt auch immer also mindestens so 8 Stunden Schlaf zu haben. Und zum Beispiel in der Schulzeit, ich kann es auch nicht so gut vergleichen so, weil in der Schulzeit habe ich auch mich noch gar nicht mit sowas beschäftigt. Ja. Aber wenn ich da irgendwie auch nur 6 Stunden geschlafen habe oder sowas, oder ja, circa so, dann hatte ich auch weniger Energie. Okay. Und was Ernährung ist, glaube ich, mega wichtig auch. Ernährung ist safe, das Wichtigste. Jetzt, guck mal, es gibt so einen gewissen Punkt, wo viele Menschen können extrem lange, ich sag mal, nicht so gesunde Lebensmittel essen und merken das gar nicht. Sie essen den ganzen Tag irgendwelche ungesunden Sachen und haben trotzdem noch Energie, aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo das dann umständig quasi und was du isst, dich dann nicht mehr gesund macht. Im Endeffekt glaube ich auch, dass es in der Theorie so ist, wenn ich jetzt den ganzen Tag mich ungesund ernähre, okay, und dabei trotzdem glücklich bin beim Essen, ist es immer noch besser, als wenn ich gesund esse und dabei traurig bin. Aber das Ding ist, dann würde ich sagen, läuft bei dir, wenn du gesund isst, und du trotzdem unglücklich bist, dann liegt es aber nicht am Essen. Nein. Dann liegt es an irgendwas anderes. Und wenn du schlimmeren. Genau, und wenn du ungesund isst und dabei glücklich bist, dann bist du von nach Hause. Dann ist es krass, ist es gut, weißt du? Dann läuft ja viel so, sag ich mal, richtig so in Anführungszeichen. Aber ich glaube, dir würde es noch besser gehen, würdest du auch deine Ernährung umstellen. Safe. So, weil was ich immer denke bei Ernährung, klar, man hat ja irgendwie immer dieses Verlangen, so keine Ahnung, nach einem geilen fettigen Burger von McDonald's oder. Okay, ich esse ja kein Fleisch mehr, aber. Ein Veggie Burger wäre schon nice. Oder Eis oder was weiß ich, Süßigkeiten. Ja, ja, ja. Aber letzten Endes, was man sich auch immer klar machen sollte, ist, finde ich, dass letzten Endes schiebt man da Müll in sich rein dann. Weil, yo, wenn man sich auf die wenn man auf die Nährwerte schaut oder mal schaut, was da überhaupt drin ist und was es mit mit dem Körper macht, das ist letzten Endes Müll. Ja, das ist korrekt. Das ist Müll und es ist einfach ungesund. Und du bist bereit dafür, das dir deinem Körper zu geben, damit du dich kurz gut fühlst. Und bei mir ist es dann auch oft so, dass danach habe ich so ein Gefühl von Regret, dass ich denke, yo, ich bereue das. Aber warum?
Genau. Ich weiß, das ist ja das Ding. Wenn es dann passiert, so, ja, okay, ist jetzt so, weißt du? Ist jetzt so, musst du akzeptieren. Und was einem helfen kann, das zum Beispiel zu reduzieren, ist auch zu sagen, ja, okay, ich esse das jetzt richtig bewusst. Ich esse es bewusst ja. Und dann merke ich so, dann ich fühle meinen Körper und dann merke ich, ja, okay, wann sagt mein Körper Stopp? Ich will nicht mehr. Das ist krass, das übe ich auch wirklich. So, und dann bist du auch viel bereitwilliger aufzuhören, als wenn du irgendwie gar nicht daran, keine Ahnung, wenn du einfach in Gedanken wieder bist und du willst dich irgendwie betäuben und isst ja. und bist noch am Handy und schaust dir Instagram irgendwas ja. an, ja. weißt du? Und gönnst dir eine ganze Chipspackung oder so, weißt du? Krass, Mann. Ja. Aber da sind auch, also vor allem in unserem Alter, da ist ja niemand so, da ist jeder, was er essen möchte, so aktuell und macht, worauf er Bock hat, so. Das ist einfach nur so pure Betäubung den ganzen Tag eigentlich fast schon. Sobald die meisten Menschen mal nicht betäubt sind, dann geht's ja richtig kacke. Sobald diese Betäubung irgendwie mal weggenommen wird durch irgendein, sobald du halt nur für dich alleine sein musst, ohne dich betäuben zu können, durch dein Handy oder durch andere Sachen, geht's den meisten Menschen richtig kacke. Ja, ja. Die wissen nicht, was zu tun ist, die haben nichts. Also was du meintest, ich gehe darauf auf jeden Fall auch noch ein, auf den Punkt. Aber was du meinst mit so, dass die meisten Leute in unserem Alter sich nicht damit beschäftigen, es kommt immer darauf an, es gibt immer Leute, die das machen, weißt du. Und so zum Beispiel mein bester Freund, durch den bin ich erst da reingekommen mäßig, weißt du, weil er hat mir dieses Buch empfohlen und so, und dann treffen wir uns und können auch uns richtig gut unterhalten, ist so mäßig, gut, weißt du? Und es ist halt voll geil, wenn du eine Person hast, die mit der du dich einfach auseinandersetzen kannst und darüber diskutieren kannst und was dich einfach weiterbringt. Und auch eine Person hast, mit der du gleiche Interessen teilst. Und dafür bin ich auch mega dankbar. Und jetzt, vielleicht habe ich ja jetzt dich kennengelernt. Ja. Und das... Irgendwie sind wir jetzt, haben wir zueinander gefunden und ist ja auch geil, dass wir jetzt einfach hier sitzen und einen Podcast drehen. Das ist doch Hammer. Und über Gott und die Welt reden, weißt du? Es ist nichts Besseres für mich. Also ich bin so dankbar dafür. Also ich bin wirklich oft habe ich mich nicht, ich konnte es nicht sagen, also dass ich dankbar bin für all die Sachen, die ich erlebt habe. Nicht erleben muss, ich habe sie erlebt und ich bin dankbar dafür, dass ich erlebt habe, dass ich so früh schon Dinge lernen durfte, wie Dinge funktionieren. Weil viele dürfen das eben nicht lernen. Manche dürfen das ihr ganzes Leben lang nicht lernen. Ich durfte es schon lernen, wie hart das Leben sein kann. Ja. Um es mal so auszudrücken. Und du auch. Genauso wahrscheinlich. In anderen Ebenen. Weil im Endeffekt, guck mal, wenn du dein ganzes Leben lang dich gut gefühlt hast, okay? Eine kleine Sache und die reißt dann dich schon aus dem Ruder. Aber wenn du dein Leben lang nur Kacke gefressen hast, sag ich mal. Und diese kleine Sache kommt, sagst du, ja, egal, schluck ich noch, easy, weiter geht's. Und deswegen sind diese Menschen eben so viel, ich sag mal, Bereitschaft, also die haben viel mehr Leistungsbereitschaft, wenn du jetzt so viel schon durchleben musst, dann hast du viel mehr Respekt und Dankbarkeit dafür für diese Dinge, wofür andere sagen, brauche ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht machen. Und du bist ein geiler Mann. Ja, und das ist auch das Ding, so, was ich ja vorhin angesprochen hatte mit, dass alles einen Grund hat. Ja. So ist, ich denke auch, dass das Leben hier life doesn't happen to you, life happens for you. Ja, ja. So, dass alles hat einen Grund. Und wenn eine harte Zeit ist, ne, oder du denkst, warum ist mir das passiert und anderen nicht, ne? Da wächst du draus. Und ich weiß, das ist nicht leicht, in diesen Momenten zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass das jetzt passiert, oder zu sagen, ich bin dankbar für diesen Moment und dafür, wie es gerade ist. Aber yo, das gibt dir, wenn du damit richtig umgehen kannst und selbst wenn du damit erst gar nicht klarkommst, aber irgendwann kommt dann diese Dankbarkeit, so, ja, Alter, wenn ich so denke, mir wäre das damals nicht passiert, so, was wäre ich dann? Dann wäre ich ja eigentlich viel schwächer. Das ist korrekt. So, und dann, das hat mir so eine Stärke gegeben und so viel Selbstbewusstsein, das ist doch geil. Ja. So, ich bin dankbar dafür. Du machst auch Sport, ja? Ja. Aktiv oder eher so nebenbei? Aktiv. Also was meinst du mit aktiv? Na, also so wirklich, wie sagt man, so halbwegs professionell, dass du wirklich sagst, okay, so und so oft gehe ich zum Sport die Woche, ziehe ich durch und auch ohne Pausen so, also aktiv und... Ja, würde ich schon sagen, ja. Und hast du auch Momente, wo du, wenn du körperlich keinen Bock hast, was zu machen, was machst du? Wenn dein Kopf dir sagt, okay, jetzt will ich eigentlich nur entspannen, und nichts machen. Gehst du dann zum Sport und kämpfst, in Anführungszeichen, oder gibst du dich dem
Gefühl hin und liegst im Bett und ruhst dich aus. Ja, das ist unterschiedlich. Ich hab heute sogar darüber nachgedacht, dass ich zum Beispiel, eigentlich will ich immer viermal so die Woche zum Sport, war ich diese Woche jetzt nur dreimal. So, und gestern war halt irgendein Hängertag so bei mir. Ja. Und da habe ich es dann nicht gemacht und war dann so, weit ist jetzt auch am Ende okay, so, weißt du, ich bin jetzt. Ist nicht schlimm. Ja, genau, weißt du, letzten Endes, man kann ja daraus lernen und es macht es halt nicht besser, es macht es halt eher schlimmer, wenn man sagt, Alter, richtig scheiße, dass ich jetzt nicht gemacht habe. Ja, das macht viel schlimmer, morgen wieder nicht. Eben. Und so, daraus habe ich gelernt für heute und dann heute bin ich halt einfach hingegangen und früher war das noch so, vor allem als ich angefangen habe, gab es immer diesen Kampf so, yo, jetzt zum Sport gehen, Alter, jetzt zum Sport gehen und dann während des Sports auch so, oh, Alter, Zeit, wie lang noch, wie viel Übung mache ich noch, wie viel Sätze und all sowas und am Ende so, oh, ich hab's geschafft und dann war man so, Alter, ich hab's geschafft, geil, ich war beim Sport und heute, yo, ich radel ganz entspannt zum Sport, weißt du, so, bin auf meinem Laufband. Und was ich gemerkt habe, so vor allem beim Sport, weil habe ich manchmal immer noch, dass ich denke so, yo, irgendwie gerade kein Bock so. Und dann bist du in Gedanken, denkst dann irgendwas wieder, dann hast du wieder dieses Rauschen im Kopf oder denkst auch, ja, irgendwie Sport ist gerade nicht so geil. Aber anstatt, dass du das machst, weil dann ist das Training auch viel, Training ist dann einfach schlechter. Also viel schlechter, wenn du es eben so machst. Und wenn du einfach bewusst bist, und das soll man ja auch machen, das sagen ja auch immer die Trainer, ja, spür deine Muskeln, ne? Spür deine Muskeln, konzentriere dich richtig auf die Bewegung, schön auf die Ausführung, und du denkst dann nicht. Du bist einfach nur da im Fokus und denkst, so, ja, das fühlt sich viel besser an, das macht Spaß, ist geil. Und dann denkst du dir auch so, Alter, das ist voll geil, was ich gerade mache. Und es ist jetzt auch nicht so, das ist was Gutes, was ich mache. Und ich denke auch nicht daran, ja, irgendwie, was mache ich dann nach dem Sport? Irgendwie, dann fühle ich mich gut. So, ich bin einfach jetzt beim Sport. So, und das fühlt sich gut an. Schaffst du es aber auch dann wirklich so umzuschalten, wenn du ein Training hast, du sagst wirklich so 15 Minuten, bist du 15 Minuten dabei, merkst du, so, gar keinen Bock, ich will nach Hause. Was machst du? Kannst du wirklich dann umschalten und sagen, jetzt, ab jetzt gebe ich mich hin, oder quittest du dann auf der Situation dem Sport? Zum Beispiel. Tatsächlich ich habe so Übungen und so mal irgendwie übersprungen und dann nicht mehr gemacht. Aber tatsächlich, wenn ich beim Sport war, habe ich, seit ich zu FitX gehe, habe ich eigentlich immer dann durchgezogen. Okay. Und dann war es halt, oft war es dann halt auch eher ein Kampf, als dass man sich dann irgendwie der Situation hingegeben hat. Aber wenn man, das ist halt das Ding, wenn du dich einfach der Situation hingibst, dann einfach dieses Loslassen, ne? Du lässt einfach all die Erwartungen, dieser Druck, so, yo, ich muss das alles machen, machen. Genau. Anstatt dass du sagst, yo, ich muss einfach. Das sprichst du gerade aus der Seele wirklich, das ist schlimm. Ja. Das ist wirklich schlimm. Nein, einfach loslassen. Ja. Und dann bist du, yo, ich mach's, weil es mir Spaß macht. Ja, weil ich Bock drauf hab. Ja. Und dann geht's easy so. Ich gebe jetzt Gas, weil ich Bock drauf habe und nicht, weil ich mich zwingen muss, weißt du? Ja. Du musst Gas geben, weil du darauf Lust hast. Ja. Weil es bringt nichts, wenn du dich einmal und wenn dich mit dem schlimmsten Krampf zwingst, irgendwas zu machen, worauf du null Bock hast. Ja. Weil das führt zu nichts. Ja. Hast du dich gezwungen, hast einen scheiß Tag, weil du dich dazu gezwungen hast und keinen Bock. Das wirst du nie wieder tun wollen. Ja, das ist auch das Ding, ne? Weil letzten Endes, man sollte den jetzigen Moment, sollte man nie zum Mittel, zum Zweck verkommen lassen. Das heißt, du machst was, so Sport, ja okay, sagen wir, du magst es nicht. Okay. Es ist Mittel zum Zweck. Für Muskeln aussehen, ja, okay. Gesundheit so. Ja. Aber in dem Moment kämpfe ich mich durch und ich mag das nicht. Sobald es so ist, bist du nicht im Jetzt und bist du nicht im Frieden, weil es kann auch anders sein. Ne? Es kann auch einfach sein, dass du Freude dabei hast und Freude im Jetzt hast und Freude im Moment beim Sport, bei allen Tätigkeiten letzten Endes. Ja. Aber wie gesagt, was ich da auch anmerken muss, es ist nicht leicht so, und es ist für jeden unterschiedlich, sich irgendwie das bewusst zu machen. Und da sind wir halt wieder, was ich für mich gelernt habe, ist halt Gewohnheiten, neue Gewohnheiten und alte Gewohnheiten erkennen. Und so langsam diese alten Mauern, genau,
abreißen, ja, weißt du, und deine eigenen aufbauen. Das geht auch nicht auf einen Schlag. Das ist dann wieder ein Kampf. Wenn du es auf einen Schlag machst, ist es wieder ein Kampf. Du musst eben so, dass du es fast gar nicht spürst, diese alten Gebäude, musst du so langsam wirklich die Mauer runterreißen, so. Stein für Stein, sag ich mal, weißt du? So ab, so ein Stein rausnehmen, noch ein Stein, und irgendwann fällt die Mauer halt einfach zusammen. Dann sind die, ist es halt raus. Was ich noch als Tipp, also als abschließendes Wort hier zu sagen habe, wenn ich mal, ich zum Beispiel neige zu Binge-Attacken, weißt du, was Binge-Attacken sind? Binge-Attacken ist, wenn du die Essen nicht reinstopfst, ohne Limit quasi. Du stopfst und stopfst und stopfst. Oder auch, ich neige generell zu Süchten. Also wenn ich, was habe, bin ich dann instant gecatcht und instant süchtig. Das habe ich zum Beispiel bei Essen und bei anderen Sachen, was halt so Nices gibt auf der Welt. Und wenn ich dann diese Binge-Attacken habe, habe ich in den letzten Wochen sehr selten gehabt. Ich sag mal in den letzten 2 Monaten vielleicht 2-3 Mal. Und ich habe es geschafft, wenn es kam, dass ich so 3 Packungen Kekse gefressen habe oder so. Mhm. Und ich habe es geschafft, sobald ich geschafft habe zu akzeptieren, dass es passiert ist, konnte ich die Zukunft ändern, konnte ich den Moment ändern. Ich konnte ändern, was ich jetzt mache. Entweder gebe ich mich wieder meinen Emotionen so stark hin und quäle mich hier in meinem Zimmer und hasse mich selbst. Oder ich entscheide, rauszugehen und trotzdem irgendwas Cooles zu machen. Unabhängig davon, ob ich jetzt gerade 3.000, 4.000 Kalorien gefressen habe oder nicht. Weil im Endeffekt hat es nichts damit zu tun, ob ich mich jetzt gut finden soll oder nicht. Es ist nur mein Kopf, ob ich mir jetzt ob das Essen für mich assoziiert, ob das was Schlechtes ist, weißt du? Ich assoziiere mit viel Essen was Schlechtes in meinem Kopf. Mhm. Das ist eben nicht nice. Das ist auch letzten Endes, da kommen wir zu dem Punkt, einfach akzeptieren, ne? Einfach akzeptieren. So, einfach alles, was gerade jetzt ist, in dem Moment, einfach zu akzeptieren. Und dass du die Kekse gegessen hast, kannst du dann nicht mehr ändern, weißt du? Ja, das ist passiert. Ja. Und es bringt halt nichts, sich damit die ganze Zeit, Stunden über Stunden, darüber mit auseinanderzusetzen. Wozu? Im Kopf, weißt du? Das, was man ruhig machen kann, ist, finde ich, bewusst zu sagen, ja, okay, ich denke jetzt darüber nach, was habe ich daraus gelernt? Ja. So, weil letzten Endes so einen Fehler machen, ist gut. Man soll Fehler machen. Man kann ja auch so analysieren, warum es dazu kam. Ja. Ich habe das immer, wenn ich zu viel Stress habe, weißt du? Mhm. Wenn ich wirklich wochenlang arbeite, Stress. Ja. Irgendwann, wenn ich dann mal Zeit habe, diese eine Stunde, wo ich Zeit habe für mich, dann kommt es oft. Es kommt einfach darum, dass ich mir nicht am Tag genug Zeit selber gebe, um für mich da zu sein, weißt du? Ja, das ist dann halt diese Betäubung, ne? Ja, das, das ist dann die Betäubung, weil man irgendwie nicht mehr klarkommt. Yeah. Dass dieses ich hab das Gefühl, ich safe wäre ich irgendwie abhängig von irgendwelchen anderen Drogen. Safe, dann wäre das bestimmt genau das Gleiche, weil Essen ist ja eine Droge. Yeah. Zucker ist die größte Droge wahrscheinlich. Ja, das ist ja das Ding, ob es irgendwie am Handy sitzen ist. Also ich kannte das oder kenne das halt eigentlich immer noch, so dass man dieses Verlangen hat, so ja, keine Ahnung, vor allem früher als Instagram benutze ich nicht mehr so. Ja. Und früher immer. Ja, ich warte jetzt auf die Bahn, irgendwie, man ist alleine. Ja. Dann so, ja, bevor man sich diesem unerträglichen Gefühl der Langeweile aussetzt, muss man schnell das Handy rausholen und dann durch den Feed gehen und sich irgendwas anschauen. Hab ich halt auch immer noch viel zu oft. Auch mit Musik. Hörst du Musik eigentlich draußen? Ja. Hast du schon mal dich wirklich bewusst dagegen entschieden, gesagt, nee, heute nehme ich keine Kopfhörer mit und mach wirklich was, ohne Musik mitzunehmen? Als ich auf dem Weg zu dir war hast du bewusst entschieden oder? Ich hatte sie eigentlich vergessen und dann war ich so, jo, geh ich nochmal zurück zu meinem Zimmer, so, aber chillt auch so ohne Musik, so, dann mach ich es. Ich probier's nämlich auch, also immer, also natürlich, klar, wenn ich irgendwann sitze morgens und mich einfach nur todmüde bin, mach ich irgendwas Chilliges an Musik und ruhe mich ein bisschen aus, so, keine Ahnung. Aber ich probiere wirklich mich, wenn ich zum Beispiel zum Supermarkt laufe, nicht während des, weil guck mal, der Lauf an sich, den kann ich ja genießen. Ich muss mich ja nicht mit irgendeiner Musik noch dazu betäuben. Weil Musik ist geil. Musik macht in dir Glückshormone auf, wenn du geile Musik hörst. Aber das geht eben nicht unendlich lang. Ich kann mich, zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag Musik höre, ist irgendwann nichts Besonderes. Dann bringt es mir nichts mehr irgendwann. Das ist nicht mehr dieser Bonus, den ich einlösen kann, quasi, wenn ich mal wirklich Motivation brauche, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, dass dich Musik nicht davon hindern muss, sich irgendwie da aufs Laufen konzentrieren zu können. Aber so. Der Fokus ist dann schon ein bisschen, du hast ja noch einen Sinn, der betäubt ist quasi von den Ohren, dann komplett dann
zu mit der Musik, dann ist es für mich zumindest dann schwerer. Aber ich finde, ob man jetzt irgendwie sich darauf konzentriert, was man hört, oder ob man sich irgendwie darauf konzentriert, wie sich irgendwas anfühlt, das ist irgendwie alles miteinander verknüpft, weißt du? Und bestimmt Variation ist bestimmt ganz gut, kann ich mir vorstellen. Was ich wichtig finde, ist eher, und was du auch meinst mit, dass dieses Musik dann irgendwann, was ich kenne, ist, dass du dich die ganze Zeit Musik anhörst und irgendwann ist es eigentlich gar nicht mehr geil. Ja. Irgendwann ist es gar nicht mehr geil, weil du das dann zu viel, weil ich dann, ja, das ist dann der Punkt, weißt du? Das kann ich nachvollziehen, dass man dann eigentlich so, dass es dann richtig schön ist, wenn man dann mal das absetzt und einfach so das Rauschen der Straßen hört und einfach sich umschaut so und einfach die Kälte fühlt. Ja, ja. Was ich aber auch wichtig finde, ist, welche Musik man sich anhört. Denn, hast du mir schon mal gesagt, dass das wichtig ist, ja, was gesagt wird, was wir uns für Sachen eben anhören, so unfreiwillig oder freiwillig. Ja, so Ende 2017, ich weiß nicht, ob ihr hier Lil Peep kennst du Lil Peep? Nicht so wirklich, leider. Ja, so, das ist halt ein krasser Musiker, so, der ist Ende 2017 gestorben, so. Okay. Und dann bin ich auf ihn aufmerksam geworden und hab angefangen, ihn zu hören. Und das ist halt schon sehr down Mucke, so schon so ein bisschen Depri-Mucke. Ja. Aber musikalisch würde ich sagen, ist schon krass, weißt du. Und deshalb habe ich es auch mega gefeiert. Aber es hat mich trotzdem, wenn ich das gehört habe, war ich so, Alter, hört sich krass an. Aber es hat mich in diesen Mut von dieser Musik gebracht. Ja. Wenn er darüber singt, so, yo, keine Ahnung, so, die Welt ist schlecht und irgendwie, ich nehme Drogen und all sowas, weißt du, dann begibst du dich auf die Wellenlänge dieses Liedes. Ist korrekt. Weißt du, und wenn du stattdessen irgendwie so richtig so positive Mucke hörst, genau, oder was ich manchmal auch höre, ist einfach Klassik. Das ist krass. Also so, dann begibst du dich auf die Wellenfrequenz davon. Ja. Und fühlt sich viel entspannter. Ja. Wenn ich Klassik höre, zum Beispiel, fühle ich mich viel entspannter und beruhigter einfach. Das höre ich immer vorm Training, wenn ich zum Training gehe, irgendwelche Musik, die mich ein bisschen auf eine höhere Frequenz bringt, sag ich mal. Und im Training dann bin ich auf einer mittleren Frequenz und nach dem Training bin ich dann auf so eine, also muss ja nicht frequenzabhängig sein, aber so vom Musikgeschmack einfach. Zum Beispiel irgendwas, was vorantreibt, sag ich mal, irgendwas von, keine Ahnung, Eminem oder so, während des Trainings. Und nach dem Training mache ich dann ganz entspannt, entweder sogar komplett Musik raus, weil ich dann chillaxen möchte, so, oder irgendwelche, Beats an, die wirklich mich runterbringen nach dem Training, weil ich dann wirklich bewusst nach dem Training meinem Körper Ruhe geben möchte, weil ich weiß, dass es anstrengend ist für den Körper, so ein Training durchzuziehen, weil das halt wirklich auf das Nervensystem so ein bisschen zerstört, so. Und ich da bewusst meine Regeneration einfach helfen möchte und ich merke, wie es mir gut tut, wenn ich nach dem Training einfach entspannt bin und irgendwas Cooles, Entspanntes höre und nicht mich nochmal dann den ganzen restlichen Tag mit keine Ahnung, Capital Bar, irgendwelchen Deutschrap Zuballer, weißt du? Also im Endeffekt, was ihr lernen könnt, wenn ihr schlechte Angewohnheiten habt, das wahrscheinlich viele haben, weil es gibt so viel da draußen, was ihr machen könnt. Es gibt so viele Sachen, die du machen kannst, die dich zum Negativen, du wirst ja dazu gezwungen, fast schon den ganzen Tag Deutschrap zu hören oder den ganzen Tag irgendwelchen Süchten hinzugeben, weißt du? Rauchen, keine Ahnung, Essen ist überall in den Medien, alles richtig gefühlt um solche Betäubungssachen. Und du musst es eben verstehen, akzeptieren und dann kannst du bewusst entscheiden, was du daraus machst. Ja, ich finde, der so ein erster Schritt könnte halt erstmal sein, was du meinst, halt verstehen und es erstmal akzeptieren, so wie es ist. Ja. Und dann sehen, okay, was will ich ändern? Was konkret will ich ändern? Und dann zu sagen, nicht einfach nur zu sagen, ja, okay, keine Ahnung, sagen wir, ich schaue zu viel aufs Handy. Ich will nicht mehr aufs Handy schauen. Irgendwie, was mache ich stattdessen? Genau, das ist nicht das Problem. Was mache ich stattdessen? Das ist das Problem. Was mache ich denn mit meiner Zeit, wenn ich das nicht mehr mache? Genau, also keine Ahnung, ein Beispiel so, ja, ich will nicht mehr so viel auf mein Display schauen, stattdessen lese ich mehr. Zum Beispiel, dann hast du direkt einen Ersatz, direkt die Sucht, direkt was draufgepackt, was anderes, was du machen kannst währenddessen. Aber wenn du nur sagst, ich will jetzt wenig auf mein Handy gucken, dann legst du das Handy kurz weg. Aber was machst du denn? Dann sitzt du hier und hast nichts, was du... Das ist halt das Ding. Das Handy war immer die Kompensation, wenn man nicht wusste, was man machen soll. Korrekt, ja. So, oder wenn man genau, was man auch, was halt auch oft diese negative, oder was heißt, diese negativen Gewohnheiten sind halt auch immer eine Kompensation, wenn man entweder nicht weiß, was man machen
soll. Aber letzten Endes, wenn man kurz nachdenkt, weiß man immer, was man machen kann. Ja. Es gibt immer irgendwas zu tun. Ja, safe. Das ist halt das Ding, du kannst auch sagen, ja, okay, irgendwie, dann mache ich, anstatt immer aufs Handy zu schauen, mache ich dann wirklich die Dinge, die ich eigentlich tun wollte. Richtig korrekt, so. Ja. Und letzten Endes, man kann auch nicht davon ausgehen, so, ja, okay, ich gehe jetzt von 0 auf 100. Keine Ahnung, ich werf mein Handy in die Tonne. Mhm. So, weißt du, dass das funktionieren wird, dass sie so, kann natürlich funktionieren, so, sage ich mal, aber ja, ist halt, ist halt sehr unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Ja. Also, bei den meisten Menschen eben ist es wirklich nicht möglich, das von 1 auf 100 direkt zu ändern. Mhm. Ja. Genau. Und sonst halt, was ich wichtig finde, ist zu sagen, so, ja, alle Menschen und man selber auch, du selber auch, wir selber auch, wir sind alle gleichwert und wir sind alle vollständig, hört sich vielleicht im Deutschen falsch an, im Englischen whole and complete. Damit will ich nicht sagen, dass man jetzt quasi nichts mehr machen soll und man ist der Messias. Man ist einfach schon voll, sag ich mal, vollständig und man muss im Äußeren, muss man nichts eigentlich tun, um irgendeinen Teil, irgendeine Lücke im Innern zu füllen. Ja. Denn eigentlich bist du schon voll und ganz im Innern, ja, weißt du? Und dir fehlt nichts im Innern. Du kannst es dir schon geben quasi, dir die Berechtigung dafür geben und dann kannst du im Außen natürlich handeln und dann wirst du viel effizienter sein und viel motivierter, im Äußeren irgendwas Positives für die Welt und für dich auch zu kreieren. Amen. 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 Also, was ich noch sagen kann, das Leben hat so viele schöne Seiten und nicht nur diese negativen Seiten, die ihr euch oder wir uns jeden Tag, denen wir uns jeden Tag hingeben. Wir können so viel Schönes machen. Es gibt so viele geile Sachen, die man tun kann. Auch wenn du gefangen bist in einer Situation, du hast immer noch Zeit. Was ich auch so, dass Menschen keine Zeit haben. Du hast keine Zeit. Sag ich auch oft, ich habe keine Zeit, was zu tun, aber ich habe die Zeit. Ich habe nur keinen. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, habe ich eigentlich keine Lust. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, zum Sport zu gehen, hast du eigentlich keine Lust, zum Sport zu gehen. Du hast keine Lust, die Zeit zu nehmen, noch was zu tun, weißt du? Oder du hast keine Lust, dir Essen zu kochen. Du willst lieber Essen bestellen. Du hast keine Zeit zu kochen, zum Beispiel. Ihr habt die Zeit. Ihr müsst euch nehmen. Ihr könnt entscheiden, was ihr den ganzen Tag macht. Ich hoffe, dass ihr nach diesem Podcast jetzt kurz Ruhe, nichts macht, 5 Minuten euch mal wirklich Gedanken macht. Ganz kurz, ist wirklich schwierig. Für mich ist es sehr schwierig, 5 Minuten Zeit zu finden und nachzudenken, wirklich, was ich jetzt machen möchte. Denn das schafft schon einen riesen Fortschritt. Also schon so viel weiter als vor 50 Minuten vor diesem Podcast. Krass, 50 Minuten haben wir geredet? 50 Minuten. Krass, ist heftig, Alter, oder? Das vergeht so schnell, ne? Ja, das ist immer so, Mann. Das ist krass, oder? Ja, aber das ist auch was Gutes, ne? Dann die Zeit schnell vergeht. Haben wir jetzt gelebt. Haben wir nicht in der Zukunft gelebt. Es ist safe auch so, wenn du jetzt lebst, geht die Zeit schneller vorbei. Ob im Positiven und im Negativen. Also es geht schneller vorbei. Du hast halt viel, du erlebst einfach viel mehr. Es sind noch viel mehr Sachen, die dich beschäftigen, wenn du jetzt bist und die Zeit einfach genießt. Und ja, das sollen jetzt die Abschlussworte gewesen sein. Leute, das Leben ist wunderbar. Leben ist wunderbar. Größtenteils. Und für die meisten von euch. Ich hoffe, dass ihr müsst einfach akzeptieren. Akzeptieren ist das A und O. Einfach akzeptieren. Wenn ihr es schafft, zu akzeptieren, dann habt ihr alles. Dann mehr braucht ihr nicht eigentlich. Oder willst du noch irgendwas sagen, so abschließend? Abschließend würde ich eigentlich sagen, man kann sich seine Realität selber kreieren, so wie alles ist. Finde ich. Kann man so und so sehen, aber letzten Endes, was ich damit sagen will, ist so, es liegt alles im Innern von euch. Und wenn ihr auch im Innern im Reinen mit euch seid, dann kann man alles schaffen. Ja. Und man muss sich nicht runterziehen, man kann so akzeptieren, ist halt einfach eine sehr wichtiges Mittel. Ja. Und einfach den Moment auch genießen und einfach das Leben genießen. So, cool. Denn nicht nur auf die negativen Dinge fokussieren, denn letzten Endes, man kann in allen Dingen was Positives sehen, aus allen Dingen wachsen und es gibt so viel Schönes im Leben, womit man sich beschäftigen kann. Ja. Das wird jetzt gewesen sein. Mir hat es riesen Spaß gemacht, wieder aufzunehmen. Ja, mir auch. War voll geil. Voll nice, Dicker. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, dir noch ein schönes Restjahr 2019. Ja, danke. Schöne Weihnachten, schönes
Silvester wahrscheinlich. Euch da draußen auch, falls ihr nichts weiter Interesse von mir hört, weil euch der Podcast nicht gefallen hat. Falls doch, könnt ihr gerne die anderen Folgen auch angucken. Leute, drückt den Like-Button. Genau. Es würde uns freuen. Es würde mich, wie immer, wie vieles im Leben, ganz doll freuen. Ja, wenn ihr wirklich tiefe Probleme habt, könnt ihr mir auch gerne auf Instagram schreiben. Das ist kein Problem. Ich nehme da jeden Tag wirklich Zeit, privat irgendwem zu antworten. Das mache ich liebend gerne, wirklich. Ansonsten probiert ein bisschen zu lächeln. Lächeln ist wichtig. Ich probiere es auch, obwohl ich nicht der Beste darin bin, aber ich gebe mein Bestes. Und das solltet ihr auch immer euer Bestes geben. Mehr könnt ihr eh nicht tun. Haut da rein. Samuel Lift ist out of lifting und Benno ist out of Bennoing. Out of Bennoing. Okay. Out of Bennoing. Haut da rein. Ciao.